wir gestern nochmal wirklich einige spektakuläre Abflüge auch schon erlebt. Das werden wir beim Peter jetzt heutzutage nicht sehen. Wie gesagt, er ist beim Berlin-Marathon 2:10:57 gelaufen. Jetzt am Sonntag, also vor wenigen Tagen, persönliche Bestzeit, hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio damit qualifiziert und ist auch die drittschnellste Marathonzeit, die er in Österreich gelaufen ist. Also ihr seht, so schaut es aus, wenn ein Profi unterwegs ist. Wir sind schon oben auf 21,1. Die halten wir jetzt hier und der Peter läuft bereits die ersten 30, 40, 50 Meter. Also wenn ich mir die Bilder von gestern erinnere, bei dem Tempo, es hat so spektakulär ausgeschaut, wenn die Kandidaten bei dem Tempo unterwegs sind. Und der Peter, da schaut es ganz lässig, ganz einfach aus hier. Jetzt haben wir schon die 100 Meter Marke geknackt. Aber trotzdem noch einmal zum Verständnis, mit dem Tempo muss nächsten Samstag der INEOS-Jogge 2 Stunden lang laufen. Genau dieses Tempo muss er 2 Stunden lang durchhalten, um den Weltrekord zu knacken, um als erster Mensch der Welt einen Marathon unter 2 Stunden zu laufen. Also es ist echt faszinierend, wenn man da gestern den ganzen Tag zugeschaut hat, wie der Peter da läuft. Jetzt haben wir gleich einmal einen neuen Rekord, so noch aufgestellt hier. Also gestern ist da wirklich gut drinnen, immer lang. Schauen wir mal, 300 Meter sind geknackt. Gebt mal einen Applaus zwischendurch, bitte. Gebt einen Applaus. Dankeschön. Ihr könnt das alle gerne probieren, nachher. Wenn es einer schafft, jetzt sind wir schon bei 400 Meter, also die 400 Meter in dem Tempo zum Tag. Ich würde mich wundern. Und jetzt, Hand in die Höhe, bitte noch einmal einen Applaus.